Mitte August wurde der erste Tischtennistisch aufgestellt und binnen weniger Tage ist er zum Liebling der Bevölkerung avanciert. Beinahe rund um die Uhr wird dieser bespielt. Schwächer tröstet auf und zwar mit Tischtennistischen, nachdem sich der bereits im Sommer aufgestellte erste Tisch größter Beliebtheit erfreut, gibt es nun einen weiteren. Wir freuen uns sehr, dass wir im Vellmayer Garten jetzt auch einen Tischtennistisch anbieten können. Ich habe schon festgestellt, dass im Schlosspark schon Anmeldelisten aufgelegt wurden. Hier hat es ein bisschen gedauert, weil die Lieferung von dem Teil selber sich verzögert hat. Das Podest war schon länger fertig, aber jetzt ist es soweit. Juhu, Schwächert hat einen zweiten Tischtennistisch, diesmal im Vellmayer Garten, gleich neben der ehemaligen alten Sandkiste und der WC-Anlage. Und wie man sieht, trotz Regen hat die Jugend schon viel Freude dran. Wir haben es erst nicht geglaubt, aber es hat wirklich gut funktioniert. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel den Tischtennisplatz im Stadtpark, der wird sehr gerne verwendet und sehr gerne bespielt. Und das haben wir jetzt auch im Vellmayer gemacht. Man engagiert sich ja immer schon sportlich hier und es ist, Tschechien ist ja auch eine Sportstadt. Aber das Ziel soll halt auch sein, dass nicht nur die Vereine super sind, sondern dass man auch im Park und wo auch immer im Felli Tischtennis spielen kann oder was auch immer Sport machen kann. Die Idee kam aus der jungen Riege. Genau, ja, die kommt von jungen Leuten. Ein Teil davon steht zum Beispiel jetzt gerade auch hinter mir. Die haben auch die Idee auch eingebracht und wir haben ziemlich schnell uns überlegt, was machen wir, wo machen wir es und wie machen wir es. Und jetzt sind wir dabei, dass wir den zweiten Tischtennistisch eröffnen können. Also die junge Generation ist im Sommer, fährt alljährlich sozusagen für 2 Tage in ein Seminar und überlegt sich was. Und das letzte Mal haben wir uns überlegt, wie wollen wir den Stadtpark cooler gestalten und wie wollen wir die öffentlichen Räume cooler gestalten. Und da war halt so eine Sache, ein Teil davon waren eben die Tischtennistische. Genau. Ich habe gesagt, ihr kriegt das nur, wenn ihr auch dafür sorgt, dass er bespielt wird. Und die müssten sich gar nicht viel bemühen, weil wie gesagt, das Gris war groß im Sommer beim ersten Tisch. Jetzt ist die Jahreszeit dann ein bisschen eine Herausforderung, also die müssen jetzt zwischendurch immer Lacken entfernen. Aber spätestens im nächsten Frühjahr wird auch der gut bespielt sein, denke ich. Und wir freuen uns einfach, dass wir mit einem relativ kleinen Aufwand trotz allem anscheinend vielen Menschen eine Freude machen können. Der neue Tisch steht öffentlich und jederzeit zur Verfügung. Schläger und Ball muss man aber selbst mitnehmen. Ein großes Problem ist Vandalismus. Vorbeugend wurde beim Tisch auf höchste Stabilität geachtet und auch das Netz ist fix montiert. Das Netz ist in dem Fall ein Alugestell und das Ganze steht auf einem Betonsockel und einer besonders gehärteten Platte, damit die besonders lustig sind und meinen, sie dürfen Sachen, die wir aufstellen, damit die Leute Freude haben, gleich wieder zerstören. Da tut man sich wenigstens schwer. Vandalismus hat bei uns keinen Platz und wir werden alles anzeigen, was wir mitbekommen, genauso auch, wie wir es im Stadtpark mitbekommen haben, auch wenn es sehr wenig war. Wir haben das zur Anzeige gebracht und wir werden dem nachgehen, weil es soll nicht sein, dass Leute, die gerne spielen, Junge, die gerne spielen und sich brav und gut verhalten, dass die dann aufgrund von anderen nicht so guten Verhalten dann nicht mehr einen Tischtennistisch haben. Und da sagen wir ganz klar entgegen, das müssen wir verhindern. Das Projekt ist also gefragt und es gibt auch Planungen für weitere Tischtennistische im öffentlichen Raum. Wir haben geplant, weitere zu machen, sind aber gerade noch in der Ideenfindung, wo wir den machen. Aber wir wollen definitiv natürlich weitere Möglichkeiten schaffen, dass man eine leibende Zeit haben kann, auch in Schwächert als junger Mensch.